Was ist denn jetzt eigentlich mit Dings, ey? Hier, Best of Pain. Wollt heute. Digga, ich hab gestern bei Pain im Stream so geile Runden erspielt, ne? Ich find's eigentlich auch echt lustig, ne? Ich hab letztens nochmal überlegt, Digga. Und ich muss einfach sagen, klingt vielleicht eingebildet, ist aber eigentlich, glaube ich, so. Ich find's echt lustig, was wir eigentlich auf YouTube auch für einen Trend gesetzt haben. Mit diesen Videos hochladen. Mit der Crew und richtiger Kevin, Digga. Die haben angefangen, klar gab's es auch schon vorher, aber nicht so erfolgreich. Die haben, die Crew und der Kevin, Digga, haben Videos von mir hochgeladen. Und die Videos liefen auf einmal voll heftig. Und auf einmal sind so viele Best of ApoE, Monte der Allerechte, Best of Ich bin's Tim Kanäle entstanden, Digga. Und jeder wollte auf einmal Kanäle machen von YouTubern mit den Highlights, Digga. Das ist schon krank eigentlich. Und schön zu sehen, wenn ich jetzt gucke, Digga. Wenn ich jetzt gucke hier, Bruder, wo ist er denn jetzt hier? Die Crew. Warte, machen wir mal so, Crew. Und wo ist richtige Kevin? Guck mal, wenn du dir die beiden Kanäle anguckst. Die Crew hat 264.000 Abonnenten, Digga. Und richtiger Kevin hat 300.000 Abonnenten. Und wenn man jetzt mal guckt, die Crew hat in den letzten 30 Tagen, ihr seht das immer nicht, weil das so mini, hier. Die Crew hat in den letzten 30 Tagen, sagen wir mal, aufgerundet 11 Millionen Views gemacht. Und, richtiger Kevin hat 11 Millionen Views in den letzten 30 Tagen gemacht. Und die Crew hat 12 Millionen. Also haben sie zusammen, sagen wir jetzt mal, 24 Millionen Views gemacht, aufgerundet ungefähr. 24 Millionen Video-Views. 23, 24, sagen wir mal einfach aufgerundet 23, 24 Millionen Views. Digga, das ist unfucking fassbar krank. Krank. Ich habe noch nie. Natürlich habe ich auch nie viele Videos da hochgeladen. Ich habe noch nie mit meinem Hauptkanal Montana Black 10 Millionen Views im Monat gemacht. Noch nie. Noch nicht einmal, Digga. Und die beiden haben das mit dem Kanal. Digga. Mann, ich will nichts Holy Vegas öffnen. Scheiße nochmal, verklickt. Ach zu, das scheiß gecrackte Programm. Verpiss dich, du Huren. Verpiss dich. Weg mit dem Dreck. An deiner Stelle würde ich 60% oder mehr verlangen. Ja, das ist ja in Ordnung, Digga. Aber ich habe mit beiden Kanälen die Vereinbarung 40% in meine Tasche, 60% in deren Tasche. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung, Digga. Mann, klar, hätte ich auch 60% nehmen können und den 40% geben können. Aber G steht für Gönn, Digga. Und ist ein nettes Einkommen nebenher. So, für mich auch. Aber ich sehe die Arbeit dahinter. Ich sehe auch den Erfolg dahinter. Und auch die Reichweite, die ich dadurch nochmal extra bekomme. Und insofern, Digga, freue ich mich da einfach drüber. Und ich freue mich für die Jungs, die das machen. Die verdienen damit ihr auch gutes Geld. Easy versus Karma, Digga. Die erste Runde, Top Tier Royal. Seid mal jetzt alle ruhig! Hey! Hey. Hamburg! Also ich will mir nur kurz von Jizzy die erste Runde geben. Ich hab voll Bock, mir das komplett zu geben, aber 30 Minuten, Digga, muss nicht sein. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute Nachricht. Ich bin nicht zum Spaß da. Und jetzt die schlechte Nachricht. Der Gegner ist Karma. Du hast viele Jahre, Tage und Stunden investiert und nun stehst du hier, doch nur um 3 Runden zu verlieren. Immer noch irrelevant, da sich trotz der harten Arbeit niemand für deine Kunst interessiert. Selbst wenn du von der Post ein Einschreiben bekommst, wollen die keine Unterschrift von dir. Leute sehen mich und wissen, heute wird mies zerfickt. Leute sehen dich und wünschen sich Triple B zurück. Was, Karma? Ich zerteile dich heute gründlich. Dein Schutzengel hat von diesem Battle Wind bekommen und freiwillig gekündigt. Deine Mutter steht im Pokédex, sagt, dass ihr mein Onyx schmeckt. Wäre dieses Battle bei Tipico, wäre bei jeder Zeile, die ich rappe, die Quote weg. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Ich bin von deiner Mama der Fickfreund. Ich kiff Joints in dem Wert von einem Bitcoin. Deine Erzeugerin hat ein Tränentattoo und Wasserkopf. Deswegen passt auf ihren Schädel kein Hut. Jeder fragt sich, was die Transe mit Ü50 auf der Reeperbahn sucht. Das hat rein gar nichts mit meinem Gegner zu tun, denn das G in Jizzy steht für Gegnerbezug. Und das T in Karma für Talent. Kann schon sein, dass dich diese Punchline verfehlt hat. Denn Rapper ohne Persönlichkeit sind immer nur so interessant wie ihr Gegner. Also gab es zum Einstieg erstmal ein paar Lines für die Mutter. Du sagst in einem Battle gegen Henry, was natürlich keiner geguckt hat. Digga, ist brummvoll im Hintergrund. Voll die scheiß Qualität von der Audio. Meine Fans schauen deine Battles nicht. Was für Fans?
Allah, du existierst nicht. Die eine Hälfte der Crowd fragt sich, wer du bist, und die andere Hälfte fragt sich, warum du hier bist. Man muss natürlich aber auch sagen, dass Jizzy einfach ein Publikumsliebling ist, ne? Jizzy ist einfach ein Publikumsliebling und ich feiere Jizzy auch. Ich fand seine letzten Battles nicht so stark, aber die waren auch immer relativ spontan entstanden, glaube ich. Aber Jizzy feiere ich mies, Digga. Feiere ich mies. Ich verfolge das ganze Ding natürlich auch schon jetzt seit längerer Zeit. Und Jizzy, finde ich, ist einer der Besten. Ich muss sagen, ich bin persönlich ein großer Fan von Virus auch. Hast du echt gedacht, dass nach diesem Battle dein Hype steigt? Mein Beileid, damit implizierst du jetzt schon, dass du nachher reinscheißt. Karma gegen Jizzy, das kann doch nicht sein, ich baller paar Lines. Wenn man auf einem Behindertenparkplatz parken will, legt man anstatt den Ausweis einfach vorne von dir ein Passfoto rein. Finch, bester Mann. Ich feier Finch auch, Digga, und auch seine Battles. Aber ich finde auch, dass bei Finch schon ein bisschen... Die letzten Battles waren jetzt nicht mehr so, wie sie am Anfang waren. Und LBB ist auch übel geil, ja, seine ersten Battles, aber... Mittlerweile LBB, Digga, ist auch, also LBB wurde zerfickt in den letzten Battles. Mighty Mo auch brutal. Mighty Mo auch einer meiner Favorites, Digga. Hast du Finch deinen Song gehört? Digga, Captain King, ich muss sagen, von Finch seinen neuen Song fühle ich mies, Digga. Ich habe erst gedacht, was ist das für ein Scheiß? Aber Bruder, also ich sag dir ganz ehrlich, mit dem Song hat Finch Asozial einen Hit gelandet. Ein Hit gelandet, Digga. Fühle ich einfach. Der ist einfach krass, Digga. Da würde ich gerne einfach auch koksen und abgehen zu. Und ich wusste, dass meine Mods Autismus auf diesen Song schieben. Ich wusste das. Geil, Digga. Abfahrt, Abfahrt. Abfahrt. Ab hier die Post, jetzt wird los gestampft. Die Party fängt jetzt an, der Stoff hat mich am Mann. Die ganze Nacht am Zappeln. Ekstase. DJ Heiko. Deckname. Der Schweiß tropft von der Decke, der Bass drückt in der Brust. Feiern bis um 6, die Pöppi ist voll Druck. Die Menge eskaliert, wir schweben durch den Saal. Der Turn ist fast vorbei, wir legen nochmal nach. Ah, fühl ich. He's so sweet, so delicious. What a wonderful man. Hey, Finchy. Ah, fühl ich, Digga. He's the ever. Jetzt wieder. Abfahrt. Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. Abfahrt. Mega, mies, mies, ganz mies. Also ich muss wirklich sagen, ganz mies, Digga. Also wirklich ganz mies. Also da kann man auch einfach im Grunde nur sagen, Glückwunsch an Finch Asozial. Das ist ein Hit, Digga. Das ist, na, guck mal, er hat ihn hochgeladen vor einer Woche 1 Million Klicks, Digga. Bewertung stabil. Das wird ein Hit. Der wird auf Partys gespielt. Nonstop. Weil du kannst halt einfach zu diesen... Da wird jeder auf der Tanzfläche abgehen, Digga. Jeder. Egal ob besoffen, auf Koki, egal was. Digga, da gehst du einfach zu ab. Also da kann man auch nur sagen, Glückwunsch an Finch Asozial, Digga. Ich feiere die Typen sowieso. Also ich mag, egal ob
was ja immer gesagt wird, geschauspielert, dies, das, ist mir scheißegal. Ich feiere ihn als Person, ich feiere seinen Style, ich feiere seine Art, ich feiere, wie sein Name ja auch schon, seine asoziale Art und ich feiere ihn einfach. Das ist aber nichts Neues, ja gut, du kannst das Rad nicht neu erfinden, was erwartest du denn, Digga? Was erwartest du denn? Dass er sich eine Flöte ins Arsch aussteckt, losscheißt und dann ein geiler Beat rauskommt oder was? Also Bruder, ne? Insofern feiere ich das, Digga. Aller, wie willst du Versager Rapper zerficken? Beim Sex ist deine Lieblingsposition hängende Spitze. So, 99, Karma, Notice und noch andere Volltrottel am Start. Das ist nicht Alpha, wegen euch ist das Turnier Omega Royal. Scheiß drauf. Werd ich mir halt das Preisgeld schnappen. Du bist nicht sehr schlau, du bist der RV der zweiten Staffel. Und am Ende zählt Jizzy die Scheine. Du bist so ein Lappen, Allah. Du spielst Reise nach Jerusalem. Alleine. Doch eigentlich bin ich der Newcomer von uns beiden, du kleiner Bastard, denn du hattest 5 Written Battles online, bevor ich 1 gemacht habe. Trotzdem baust du dir keinen Hype auf, nicht mal wenn du Likes kaufst. Und gegen dich zu battlen war auch nicht gerade so mein Traum, aber es ist nicht mein Problem, wenn Rapper mit mehr Fame sich hier nicht reintrauen. Du kannst viel reden, philosophieren, dass du es mehr verdient hast. Das hier bleibt Kreisliga gegen Erste Liga, denn stell deine Battles gegen meine Battles und jeder im Raum weiß, wer es mehr verdient hat. Mach deine Wortspiele. Und sag, dass du nur wegen dem Hype verlierst. Erzähl über dein Leben, dass dir viel Scheiß passiert. Sag, ich bin wegen dem Preisgeld hier. Zitiere irgendwelche Lines von mir. Doch jeder weiß, die Eins steht hier. You, Jizzy, das ist mein Turnier. Schöne erste... Ja, Jizzy ist einfach, Digga. Gegen Jizzy kannst du nicht viel machen, Digga.